Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Dragos Realm Server, einem Modded 1.16.5 Server für alle Livestreamer, Videosmacher oder auch tolle Fans und Zuschauer von meinem Livestream und YouTube-Kanal. Jo, dieser Server ist mit Mods rollenspielmäßig gemacht. Wir haben Custom-NPCs drin. Da können wir Quests machen, also NPCs machen, die Quests geben. Wir können Quests designen, wir können sie reden lassen, ihnen Items geben und verformen und alles Mögliche, also umgestalten. Jo, wir haben drei Gesinnungen, die haben verschiedene Völker. Ihr dürft gerne ein Volk wählen. Und zum Beispiel die Guten haben hier zum Beispiel diese blauen Bäume. Was sind das für Bäume? Sind das irgendwelche Fantasiebäume? Nein, sind einfach Fichten. Cool. Einfach blau. Eine blaue Fichte. Ja? Oder eine Weißtanne oder so sind die blau-weißen Bäume. Aber das ist ein bisschen intensiv. Und hier haben wir einen Herbstwald, aber auch Fichten. Cool. Jo. Gehen wir gleich mal an den Spawn. Da haben wir schon mal etwas gebaut. Wir haben aber, ja, wir brauchen ein paar Leute, die wirklich gut bauen können und auch viel bauen können. Dürft ihr euch gerne melden. Eben, wir haben einfach nicht ganz einen öffentlichen Server, weil sonst halt einfach, ja okay, wir haben schon einen öffentlichen Server, weil die Leute können halt da nicht bauen, damit nicht immer so viel gefarmt wird, sondern nur die Bilder, die können im Kreativmodus bauen. Da braucht ihr aber euch zuerst mal ein bisschen bemerkbar machen, oder? Wir wollen jetzt nicht jeden natürlich im Kreativmodus bauen lassen, sonst ist über die Nacht dann plötzlich mal irgendwas weg oder so. Wir haben zwar Backups, aber das ist natürlich nicht gerade so safe. Also da kann es schon mal sein, dass man halt wieder etwas resetten muss, weil man es neu laden muss und so weiter. So, nicht unbedingt auf dieses Schild hier, auf dieses Banner schauen. Das ist Leon gewesen, er trollt ein bisschen. Er hat hier einen Boden gemacht für ein Haus. Ich habe ihn ein bisschen verziert, ein bisschen dekorationsmäßig, ein bisschen getrollt. Jo. Und er ist der Anführer der Bösen, also sieht sehr böse aus, finde ich. Da heißt der Leon als NPC. Er wollte einen Fuchs mit einem Überlebenstotem, genau. Und das ist mein Diener. Ich habe ihn so ein bisschen Adams Family ähnlich gemacht. Der sollte eigentlich uns ein Steinschwert geben, aber weil wir schon ein Steinschwert haben, klappt das jetzt gerade momentan nicht. Hat einen Cooldown, glaube ich, von 30 Sekunden. Aber wie es jetzt geht, weiß ich gerade nicht. Ah, ich habe dort, wo ich gestartet bin, ein Skelett mit einem Gold Travelers Backpack gefunden. Das könnt ihr natürlich dann auch immer wieder farmen. Genau. Jo, die zwei Diamanten habe ich in der Schmiede gefunden. So, das funktioniert nicht so richtig. Das ist der Leons kleiner Eisbär-Freund. Genau. Und dann haben wir noch den Osterhasen hier hingestellt. Das war gestern im Stream. Das wurde so gewünscht, auch von Leon. Er ist unser momentan fleißigster. Jetzt habe ich das Steinschwert bekommen. Dankeschön, Dina. Jo, Steinschwert, ich weiß. Okay, das kann ich eigentlich noch umstellen. Genau, das ist erweitert. Heidengriffe bearbeiten. Bitte sehr ein. So, dann machen wir doch das noch ein bisschen runter, weil sonst kriegt man das nicht, solange man dort ist. Also wenn ich jetzt wieder wegmache, soll es eigentlich in einer Viertelminute, in 15 Minuten wieder kommen. Sonst einfach wieder weggehen, wieder hin. Ja, sehr gut. Ah, ich habe steinschwer geschrieben. Oh yeah. So. Ja, also die Welt, die ist rollenspielmäßig. Ihr dürft Rollenspiel machen. Aber wenn ihr bauen wollt, dann ja, solltet ihr das im Kreativmodus machen. Bitte nichts farmen, also nichts abholzen oder unterirdisch irgendwie
Also abholzen dürft ihr natürlich dann schon, wenn ihr es geübt seid und so. Aber halt so, dass die Welt wirklich noch in Ordnung ist. Ja, Kammer macht sich langsam wieder ein bisschen weg. Ich muss unbedingt eine neue haben, aber die sind so richtig teuer. Ich kann mir das nicht leisten. So, ja. Gut, also, ich habe ein kleines Suchspiel für die Leute, die natürlich gerne ein bisschen Sachen suchen. Zum Beispiel Ostereier vom Osterhasi. Und ja, wenn ihr hochschaut, habt ihr schon das erste. Also das zählt nicht, gell? Aber hier ist eins für alle, die im Video schauen. Ich habe eins schon mal gezeigt. Die anderen zwei, also in einer Region, tue ich mal drei verstecken. Das mache ich selber. Und eins ist mal hier. Und ja, irgendwo sind da noch andere, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß es nicht. Ich sag's euch nicht. Ja, ein Ostevent an Ostern. Also es wird immer sein. Es wird das ganze Jahr sein. Außer ihr wollt es mal nicht haben oder so. Genau. Also in zwei Livestreams habe ich das ein bisschen aufgebaut und in einem Video, das ihr noch anschauen könnt. Ich verlinke es mal unten. Oder einfach in der Playlist schauen. Und ja, genau. Also ein paar Mods sind drin. Zum ersten Mal der One Prop. Das ist eine Art. Glaube, das ist ein Core-Mod oder so. Crayfish Furniture, Crayfish Morph Furniture mit Mod-Sachen, Mod-Hölzern. Dann die Eisentruhen, also Iron Chest. Beim Sue Go haben wir drin. Custom Embassies, sehr wichtig, ist leider nur bis 1.16, deshalb auch der Server auf 1.16.5. Chisel and Bits, sehr wichtig, das ist deckomäßig wichtig. Und Travers Backpack. Wenn wir den jetzt gerade ausrüsten, haben wir ihn hier. Oh, sieht das geil aus. Das sieht ihn aber geil aus. Wow. Jo, jetzt bin ich gar noch nicht ans Bauen gekommen. Hä? Bauen wir doch mal kurz ein bisschen. Wieso gehst du wieder nach oben? Blöde Wecker. Das haltet nicht, es ist kaputt. Es haltet einfach nicht. Dankeschön. Also, wir tun was. Kann ich mit B, mit Q? Ja, mit Q kann ich es aufmachen. Kann ich es aufmachen? So, kann ich das sehen? Oh, so eine Kiste kann ich nicht sehen. Die ist doch viel zu groß. So, was machen wir? Wir machen mal die neuen Blätter. Baubutton ist ein bisschen zu. Fremd hier. Oh, Kirschsitz. Ich weiß nicht, ich mache mal einen weißen Kirschbaum hier hin. Ebonlaub. Zypressenlaub. Ich brauche etwas Dunkles. Tannenlaub. Nicht Tannenlaub, sondern Tannenlaub. Stechpalmbeernadel. Genau. Sonst haben wir noch Klagelaub, Mahagonilaub, Mangrovenahorn. Rote Ahornlaub. Ja, ist ein bisschen zu fröhlich. Ich möchte irgendwas anderes. Vielleicht Weide. Oh. Meine Güte. Wie geil ist das? Wie geil für die Guten vielleicht oder auch für eine böse Hexe oder so. Mega schön. Oh. Kann ich das praktisch irgendwo hinstellen? Geht das hier? Hier auch nicht. Ja, hier habe ich noch Half Steps. Genau so. Ey, mega schön. Die wachsen halt. Ja? Deshalb mache ich mal hier nicht hin. So. Wow. Mega schön. Wenn ich es hier irgendwo hinstelle. Hier geht es halt auch nicht. Buchenfeder brauche ich momentan nicht. Möchte mal kurz den hier vielleicht. Jetzt bin ich hier oben. Hä, wieso ging das nicht so gut?
Dann noch ein bisschen verzieren. Sind die Falltüren aus Schäde? Schäde sehen halt manchmal auch sehr schön aus, wenn sie einfach so hingestellt werden. Genau. Und dann drauf machen wir. Ja, Chisel und Bits, da muss ich noch ein bisschen üben, wie es geht. Man muss halt im Kreativ auch immer zuerst verarbeiten. Chisel und Bits. Da haben wir doch die großen auch. Wo sind denn die großen? Größer und die Viertel. Oh, das ist noch etwas anderes. Chisel Big Back, Chisel Station, Asset Modification, Bends Bit. Nein, muss jetzt genau die richtigen finden. Also Spruce, ja, Spruce gibt es gar nicht. Und wie heißen denn die? Auf Deutsch. Nicht, nicht vernicht. Wie heißen denn die? Das ist ein bisschen schwer, da irgendwas rauszuholen. Tropen. Ja, aber die werden nicht gefunden. Die werden hier gar nicht angezeigt, okay. Dann nehmen wir einfach mal Fichtenbretterbit. Das ist halt winzig. Okay. Ein Schüssel. Gut. Also wunderbar. Dann machen wir doch einfach mal kurz eine Treppe hier hoch. Jo, sieht wunderschön aus. Ich fühle es mit dir. Also, dann machen wir doch hier eine Absperre. Machen wir das mal so. Ja, sollte natürlich nicht so fröhlich sein, sollte eher so eine Art Hecke sein für. Zum Abwehren von Monstern oder einfach zum Schutze. Es ist ja eine Minenkolonie. Wir haben so gedacht, wir tun ein bisschen Gothic 1, wie sagt man dem, Setting halt machen. Es ist komplett anders. Es wird nicht so dermaßen Gothic-Style sein, eher ein bisschen Champions of Regnum-Style, wenn ihr es kennt vom Livestream von mir und von dem Gameplay. Jost 10. Von den Gameplay-Videos. Und den News-Videos werdet ihr vielleicht schon kennen. So, jetzt machen wir natürlich nicht alles, aber ich brauche so ein ähnliches noch. Was ich eigentlich könnte, ist hier manchmal so ein bisschen im Weg. Diese machen. Dankeschön. Ja, es hat schwer wegen fast kein Platz. Ja. So, dann machen wir hier draußen noch eins. So. Also ich brauche ein ähnliches wie das hier. Muss ich wahrscheinlich mal Argoni nehmen, wenn es nicht allzu fremd ist. Nein, es ist fremd. Es sieht nicht gleich aus, oder? Sieht nur optisch aus. Also Mahagoni ist es nicht. Ahorn. Nein, ist auch nicht die der Farbe. Das ist ein bisschen blöde. Ohne Blüten. Ja. Okay, ich habe das gar nicht mal so gesehen.
Also für jeden, der mitmacht, der sich verhalten kann, der sich ein bisschen froh darüber fühlt, irgendwas zu gestalten oder einfach nur Rollenspiel machen möchte, der darf sich melden, gell? Aber ich will halt auch, dass es wirklich klappt. Wenn ihr irgendwie ja einen Beruf machen wollt, dann tut doch einfach diese Sachen dann wieder hinplotzen, was ihr abgebaut habt. Dass die Sachen auch bleiben in der Region. Sonst ist irgendwann mal leer und die Leute haben keinen Bock, da aufzuräumen und so. So sieht richtig sauber aus. Ich wollte eigentlich gar nicht mal so sauber haben. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gell, sendet es einfach in die Kommentare. Und jo, ich freue mich natürlich riesig. Ich will jetzt einfach mal kurz testen. Ist ein bisschen zu nah an der Palme. Kann ich hier einen dicken Mammutbaum machen? Oder muss ich vier pflanzen? Ja. Das muss sein, oder? Der muss bleiben. Der muss bleiben. Dragus Alter. Können wir schon erleuchten? Es gibt doch Leucht. Nein, gibt es noch nicht. Okay. Shield, Birkenschild nehmen. Ich sehe ja nicht. Dragos, alter Banner. Money. Kennt ihr Money? Wow. Ich mache ein Baumhaus drauf. Ist eine kleine Hütte hier am Ende. Hier drauf. Eine kleine Hütte. Aber nur mit Half Steps. Mit Half Steps. So. Und dann die dunklen. Das ist mein Aussichtspunkt. Nur meiner. Hier dürft ihr nicht hochgehen. Das sage ich. Wie genau die Geschichte wird, ich kann es euch noch nicht sagen. Ich habe das sowas von innerlich im Kopf, das möchte ich zeigen. Das möchte ich gerne euch einfach zeigen. Gell? Wenn ihr irgendwie natürlich die Richtung oder so wissen wollt, muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen, weil es halt sehr schwer ist, überhaupt einfach auch zu sagen, oder? Es ist nämlich so schwer, euch die Geschichte zu erzählen, dass ihr wahrscheinlich so lange auf unserem Server die Geschichte immer wieder spielen müsst. Und es ist so komplex, also es ist eine Art. Oh, das sieht aber nicht gerade so toll aus, wenn hier unten nichts ist. Ja, wie soll ich das machen? Meine Güte, das stimmt immer nicht mit dem Zusammenkommen. Trage mal wieder. So eine Baukunst, der vergesslich. Das kannst du knicken, wie Pappkarton. Ja, und wie machen wir jetzt das? Wie Pappkarten. Sieht nicht so schön aus.
Zweit, irgendwie so ein bisschen der doppelte Boden. Muss es noch ein bisschen verstärken. Und dann machen wir hier noch einen Weg nach unten. Es muss halt wirklich lebendiger sein, sonst gibt es dann irgendwie so, ja, Realismusprobleme. Jetzt habe ich einfach nicht weitere Leitern, die bauen wir wahrscheinlich auch noch ein. Es gibt so einen Leitermod, der wirklich wunderschöne Leitern gibt und ich finde sie nicht. Jetzt die Leitern hin hier. Ganz am Anfang. Und der Draco sieht es nicht immer. Grüß. Das ist einfach so ein Test gewesen, aber ich lasse das, damit die spawnen, auch nicht Monster haben dort, sondern die von den Skeletten angegriffen werden. Die kann ich jetzt auch noch ein bisschen umstellen. Dafür brauche ich den Passer. So. Also du Skelett böse. Du gehst mal. Jetzt muss ich da links, nein, rechts. Du gehst einfach mal hier so ein bisschen ringsum. So. Das war's eigentlich. Jetzt müssen wir aber hier noch einstellen, dass er laufen soll. Wir arbeiten. Nein, es ist nicht hier. Es ist nicht hier, sondern Szenen. Natürliche Spawns, dann spawnen sie einfach zufällig. Bewegung, genau was. Wandert. Reichweite 10. Auf Puff laufen, genau. Gehgeschwindigkeit lassen wir mal 5. Und gehst du einmal ringsum, bitte? Ja, geht einmal ringsum. Wunderbar. Also wenn ihr das auch gerne machen könnt, wollt, dann geht nicht mehr weiter. Hey, ich habe doch mehr. Doch, er geht weiter, aber er wartet da manchmal ein bisschen. Okay, hier war nicht so gut. Er geht da drüber, aber das ist ein bisschen lebendig. Ja. Hey, mega geil. Er ist zwar ein bisschen verbuggt, dieser Mod. Er war auf der 1.12, glaube ich, viel fehlerfreier oder so. Aber, ja, ihr seht's. Ja. Es geht schon gut. Ja. So, und der gleiche. Hast jetzt mir mehrere. Nein, er gibt uns mehrere. Das müssen wir auch noch kurz ändern. Ja. Inventar, AI, nein, Inventar. Klar, hier bearbeiten. Timer, give only once. So. Dann gibt er uns das, glaube ich, sofort, aber. So, dann hier registrieren. Also, du gehst von hier runter. Dann geradeaus bis hier. Dann um die Ecke bis hier. Dann gehst du hier geradeaus und hier hin. Dann gehst du hier hin und dann hier oben. Wartest du? Ja, auch nur kurz, aber. So, dann gehst du wieder zurück. Okay? Alles verstanden? Dann machen wir doch das mal. Stellen wir es nochmal ein. Mit Pausen. Und das Skelett machen wir eigentlich auch ohne. Oder das machen wir mit den, ja. Also, aber das kann nicht angegriffen werden, stimmt's? Also, wir könnten es angreifbar machen. Ich weiß nicht, ob es selber dann die Spieler angreift, wenn wir das machen.
Wir können es angreifen. Also das ist so ein Test-Dummy. Das droppt aber nichts und es bleibt halt am Boden. Ich hätte lieber gehabt, wenn die wirklich auch tot am Boden liegen und nicht so mit Rot oder so. Okay, spawn wieder an dem Ort, wo ich es gespawnt habe. Jo, das geht. Und ja, hier habe ich natürlich. Es ist keine Quest, das habe ich noch nicht eingestellt. Das könnten wir eigentlich noch einstellen. Einfach natürlich, oder? Das von Gothic und Champions of Regnum kommt, dann drei Fraktionen. Und diese Fraktionen, die unterstützen sich ein bisschen. Also ein böses Königreich tut dem anderen ein bisschen helfen oder auch ein bisschen schikanieren und so. Dann gibt es immer so ein bisschen Zwist. Dann gibt es wieder. Oh, ich habe einen anderen Briefkasten jetzt sehr schwer versteckt, aber gut. Ja. Naja. So, hier könnte man auch noch hochgehen. Ja, ist einfach natürlich nicht viel oben. Jo. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Items auch hineintun kann, ohne dass es, also für, dass wir jeden Spieler, oder? Dann einmal rausnehmbar wird, oder für, ja. Also wäre da irgendwie ein ein Datapack vielleicht, oder ein Mod machen kann, der meldet sich, er wird gut bezahlt. Und, ja, nein. Alles Freiwilligenarbeit, oder? Nein. Also meldet euch einfach, wenn ihr Geld wollt. Ja. Meine Zuschauer können sich das leisten. Ist kein Problem. Und danke so sehr für den Support. Macht mit, bitte. Ist ein bisschen schwer natürlich. Ja, ich bin noch nicht so ein beliebter YouTuber. Und hätte gerne ein bisschen mehr Anerkennung, weil ich hatte auch ein schweres Leben habe. Ich bin eben schwer krank. Ich kann nicht immer so gut alles machen. Und wenn jemand Videos schneiden oder einfach auch ein bisschen bearbeiten möchte, oder so, der kann sich gerne auch melden. Der bekommt dann wirklich Geld über von mir. Ja. Einfach einer, der hilft. Und ja, als Moderator oder Editor dann auch in den Livestream dabei sein könnte. Muss aber nicht zwingend viel. Also Leon ist schon sehr gut dabei und auch die anderen Moderatoren. Aber einfach so arbeitstechnisch habe ich noch niemand. Und ja, schreibt mal ins Video, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt. Ich kann mich immer verändern, immer verbessern. Und wenn ich zu gut bin, kann ich mich auch wieder verschlechtern. Ja, das wird halt auf YouTube und Twitch halt nicht so gerne gesagt. Ich mache es, weil es ist wichtig, dass es euch gefällt. Tut es für mich, also zu mir, so machen, dass es euch gefällt, gell? Und wenn ihr das gut findet, gebt vielleicht ein Lob. Wenn ihr schlecht findet, eine Kritik oder so. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr das alles unten in die Kommentare schreiben. Also ich freue mich riesig, ich werde daran arbeiten. Ich werde täglich ein Video hochladen, wo ich weiterbaue. Ich werde Livestreams machen, wo ich Rollenspiel mache und auch baue. Und wenn ihr Ideen habt, eben ab in die Kommentare, wenn ihr irgendwas toller findet, wenn es ein bisschen anders wäre oder sonst irgendwas, dann dürft ihr das sagen. Jeder Videoschauer hat auch die Möglichkeit, ein NPC auf dem Server zu sein, der für euch einstellbar ist. Also ich stelle das für euch als Dank ein. Gell? Ihr dürft auf den Server kommen, der ist whitelistet, euch kurz melden und ihr habt auf dem Server mal Adventure-Modus. Andere Leute, die mehr auf dem Server sind, haben dann Abbaumöglichkeiten und Baumöglichkeiten. Und die Besten haben dann Kreativmodus zum Schönbauen. Jo, es muss einfach passend sein. Es muss jetzt nicht unbedingt mittelalterlich sein oder so magisch. Es kann auch modern sein ein bisschen. Nicht zu viel, aber es ist eine Zeit, die nach der Moderne kommt. Einfach so ein bisschen.
Was könnte es sein? Was machst du jetzt gerade? Ja. Hallo Skelett, was machst du hier? Und wenn ihr Ideen habt, wir können immer wieder etwas einbauen. Jo, Fraktionen, es ist einfach mal das Neutrale hier. Eine Seite, die Westseite ist Fuchs und die Ostseite ist Bär. Und beim Leon, die Bösen, ich weiß nicht. Eventuell verbiete ich es ihm, so etwas zu machen. Aber es soll eigentlich ein Doppelkoks sein. Ein Doppelhühnchen. Ja. Das ist nicht gewollt. Wir wollen eigentlich schon ein bisschen erwachsener wirken, aber sollen 12-Jährige oder noch Jüngere auch auf den Server können. Ob es ihnen gefällt, ja, es ist. Ach, Skelett, kämpf doch nicht immer gegen den Creeper. Wieso greifst du jetzt diesen? Ah, der hat wahrscheinlich Angst. Okay, er hat ihn gekillt. Mein Diener! Mein edelster Diener ist tot. Schreibt mal RIP Diener in die Kommentare. Hashtag RIP Tiger. Tina. Der Tiger. Ich muss unbedingt einen Tiger machen. Warte kurz. Ocelot. Ich muss mal schon schauen, ob irgendwie Tiger ist. Altier und Tiger-Ding. Also Hutz. Ist das größte. Bearbeiten. Was ist Persistenz? Persistenz ist irgendwie, das da ist. Trusting. Was ist Trusting? Habe ich das jetzt aktiv? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja. Was ist Trusting? Oh, ist aber fett. Ich will, dass er sitzt. Bearbeiten, Entität. Post-Limited Render. Ah, dass er limitiert ist. Extra. Was heißt Trusting schon wieder? Kein Pico Blut. Left-handed, nein. Ja. Speichern. So. Ich will, dass er sitzt. Leben machen wir mal 200, einfach zum Testen. Ein Gliederfüßer. Ein Gliederfüßer. Respawn, brennt in Sonne, Trank, Immun kann ertrinken. Spinnennetz betroffen, Leben regenerieren und Kampf regenerieren. Gegner gefunden, Bewegung. Wandert. Fliegt. Schwimmen. Boden. Reichweite. 25. Gehgeschwindigkeit. Tanzend. GG, du hast dich eingenetzt. Und jetzt? Ich muss den kleiner machen, der ist viel zu klein. Er ist zu klein. Viel zu groß, meine ich. Oh. In diesen Größe.
aber bitte nicht schon wieder reingehen. Machen nochmals kurz ein bisschen. Weniger weit laufend. Aber auch 17. Interagiert mit NPCs, das ist gut. Zurück zum Start, ja. Machen wir mal nein. Sprungangriff, ja. Inventar. Keine Rolle, kein Shop. Ein Gespräch machen wir nicht. Junkle oder vielleicht? Nein. Puppe. Bauarbeiter. Wir können einen bauen lassen. Keine Wache. Bankenquests, Fraktionen. Aggressiv, nein. Neutral. Hm. Punkte versteckt. Von Mobs angegriffen. Ja, mal schauen. Dann machen wir noch kurz hier Gegner gefunden. Wären. Werte. Nahkampfoption. Machen wir noch ein bisschen stärker. Ja, machen wir auch 2. Effekt. Schnelligkeit, Langsamkeit. Eile. Abbaulähmung, Stärke. Machen wir doch eine Stärke. Und 1 verstärkt. Ja, 2. So, dann haben wir einen Buff in der Nähe von ihm. Oder wie? Wieso leuchtet der so heftig? Er wird von diesen Ranken angeschienen, oder? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Nee, nicht da rein wollen. Nicht da rein wollen. Das ist nicht so gut. Dann haben wir viel zu viele Leute am Spawn. Hm. Wenn jemand eine Idee hat, wie man alles ein bisschen bösartiger zeigen soll, ich glaube, ich mache noch ein paar Ruinen ringsum aus Holz und ist fein. Sieht mir ein bisschen zu nett noch aus, aber Minecraft ist halt einfach ein bisschen ein netteres Spiel, es eher für Jüngere spielt. Und du hast dich völlig komplett verirrt, hä? Wegen dem Angriff. Ich weiß nicht, ob er wieder rauskommen kann. Ja, mir gefällt der Mod halt nicht so besonders mit der KI und so mit den Einstellungen. Es sind ein paar schwere Sachen auch. Ich möchte irgendwas hier noch dranhängen, aber es tut halt. Kann man eine Kette noch unten hängen? Das geht nicht, glaube ich. Ja, geht leider nicht zusammen. Laterne haben wir halt noch nicht. Ach, Minecraft, wieso bist du immer so spät, ey? Das müsste eigentlich schon lange gegeben haben. Es ist halt auch nicht in der Mitte, leider. So fliegt es halt ein bisschen. Tu das wieder zurück. Ja, es ist besser so. So. Das ist die Alarmglocke. Und ja. Ich bin mit Ketten nicht zufrieden. Die sollten ein bisschen mehr. Irgendwie stimmt das auch nicht so ein bisschen zusammen. Jo, schade. Wir müssen halt viel mit Chisel und Bits dann machen. Wenn Experten mit diesem Mod da sind, erklärt es mir ein bisschen bitte. Hier oben habe ich auch versucht, ein bisschen halt es strenger anzuschauen. Die Neutralen sind jetzt auch nicht gerade so die nettesten Kerle. Sie müssen auch ein bisschen zeigen, dass sie aggressiv sind und so. Aber natürlich so einen barbarischen Stil und vielleicht Assassinen und Ninjas dann später noch. Jo. Also. Gerne dürft ihr mithelfen, gerne dürft ihr wünschen, gerne dürft ihr einfach auf dem Server sein, mitspielen und wenn ich euch wirklich beweist, bekommt ihr auch Belohnung.
wie zum Beispiel das freie Bauen, also das Bauen überhaupt. Aber wir wollen einen Server haben, wo sich die Leute halt auch ein bisschen benehmen können, rollenspieltechnisch. Wenn ihr auf dem Server seid, vergesst euch einfach mal ein bisschen im Real Life. Und ja, macht einen eigenen ja, Charakter, der auf dem Server lebt, oder? Ja. Alles klar. So, ich muss noch eine Laterne haben. Na toll, so weit unten. Ja, danke. Ich muss ein bisschen mehr Laternen versuchen hinzumachen. Es ist ein bisschen dunkel, vielleicht in manchen Orten. So. Ich weiß nicht, ich brauche vielleicht ein Geländer hier, aber es sieht halt einfach so ein bisschen weit in die Richtung gehen. Ich finde es manchmal noch schwer, so ein Baumhaus zu machen. Da man halt einfach ein bisschen eingeschränkt ist. Ich wollte halt nicht so ein großes Baumhaus machen. Es wurde doch ein bisschen größer dann mit der Zeit. Wenn man mehr Details will, oder? Also die Laterne muss hier drauf, oder? Oder wir machen hier oben ein bisschen höher noch. So, was habe ich jetzt? 42 Minuten. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Aber ich habe genug Zeit zum. So, dann haben wir die Laterne hier oben hin. Was hier wieder nicht geht, gell? Ah, Laternen sind so dumm manchmal. Laternen sind einfach blöde. So. Dann machen wir kurz Nacht. Ja, es ist noch nicht so dunkel. Aber irgendwie gefällt's mir. Okay. Vielleicht noch ein paar dunklere Akzente setzen. Was mache ich jetzt? Muss schon der richtige, ne? Gefällt mir noch nicht so. Schwer, hm? Schwer.
Ja. So sieht's aber auch nicht. Ja. Ja, bitte helfen. Bitte helfen. Bitte helfen Sie mir. Schwer, schwer, schwer. Jo. Dankeschön für die Explosion. Okay, wunderbar. Sieht ein bisschen fresh aus. Aber es sind, glaube ich, ein bisschen zu viele verschiedene Holzfarben. Ich müsste ein paar Sachen auswechseln. Ja, ich finde es so geht's völlig. Gut, also ich bin zufrieden. Jo, ich bin manchmal ein bisschen einer, der gerne ein bisschen. Also Kieras geht überhaupt nicht. Ich tue den mal noch weg. Hey. Mit Paul-Animation. Umarmung. Normal. Und Reichweite mache ich wirklich runter. Jetzt gehst du aber weg vom Spawn, Kira. Kann ich ihn irgendwie warpen? Kann man irgendwie zum Spawn zurück tun? Ich habe das noch nicht gemacht, scheinbar. Wie Spawn. Ich kann ihn mal kurz böse machen. Das muss ich noch kurz machen, aber das war irgendwo hier drüben. Fraktionen. Aggressiv. Kann ich ihn jetzt töten? Kann ich ihn irgendwie. Ja, komm grad. Wie geht das? Erweitert. Global. Fraktionen. Aggressiv. Versteckt. Punkte. Und Moves-Angriffen. Ja. Ich kann nicht töten. Ich mache das später. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Video. Livestream heute sicher noch. Tschüss.